Ja Leute, da wären wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft und heute ist das Ganze ja hier nachkommentiert, ne? Wie versprochen in der letzten Folge oder irgendwann hatte ich es mal gesagt auf jeden Fall, dass ich eben auch mal, ja, so eine Folge machen möchte hier, wo ich noch ein paar Sachen vorbereite, weil das, ja, ist dringend notwendig zurzeit, denn wir wollen ja bald ein großes Special aufziehen in Folge 400. Und ja, das wird auf jeden Fall noch eine gute Arbeit bis dahin, also ja, das kann ich sagen. Ich werde auch offscreen noch was machen müssen und heute habe ich dann eben schon mal angefangen, hier ein paar Sachen zu machen. Leider habe ich nicht ganz so gut dabei nachgedacht und mir sind ein paar Fehler unterlaufen, werden wir dann gleich sehen. Allgemein ist es heute alles ein bisschen verrückt, weil ich habe jetzt auch schon wieder mein Themenbuch gerade nicht zur Hand. Das heißt, ich kann gerade nicht nachgucken, ja, welche Themen ich mir noch aufgeschrieben habe und was ich noch ansprechen wollte. Tut mir leid, deswegen muss ich mir jetzt irgendwas an den Haaren herbeiziehen. Jetzt nicht unbedingt, aber irgendwas ausdenken halt, ne? Vielleicht fällt mir ja gleich noch was ein, so ein Thema, was gut passt zur Zeit. Und ja, vorher dann jetzt erstmal eine ganz dumme Aktion, die ich hier nebenbei mache, und zwar verbrauche ich meine Level von 35 bis, keine Ahnung, ich glaube bis 0 sogar gleich, um hier alles zu reparieren. Das ist aber einfach nur dämlich, weil die Level von zum Beispiel 20 bis 35 sind ja schwerer zu erfarmen als die Level von 5 bis 20, ne? Und ja, das ist halt einfach ein Riesenfehler gewesen von mir und deswegen muss ich jetzt noch ewig lang Level farmen. Gut, ich hätte sowieso farmen müssen noch Level, aber ja, nicht so lang vielleicht. Und ja, ich muss dann eben mal gucken, dass ich noch irgendwie was verzaubert bekomme. Das wäre ganz gut, dass ich hier eben, ja, auf Dauer dann auch ein paar Sachen noch mehr machen kann. Je nachdem, was noch so ansteht, das werden wir dann sehen am Ende der Folge oder nächste Folge. Ja, nächste Folge werde ich wahrscheinlich auch nochmal intensiv vorbereiten, je nachdem, muss ich mal gucken. Denn, ja, ich habe ja einige Sachen vor und ich müsste eigentlich nochmal in ein Dorf, stimmt. Ich müsste nochmal in ein Dorf und, ja, da einfach mal schauen. Ja, ich werde mir wahrscheinlich gleich auch meine Liste machen, was ich so alles noch tun muss hier im Let's Play, damit ich, ja, für die Folge 400 gut gewappnet bin, denn ich möchte halt einige Sachen erledigen tatsächlich und ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant und ich brauche dazu aber noch zwei bestimmte Dinge und deswegen suche ich hier gerade nebenbei mal einen Zettel, wo ich mir das aufschreiben kann, was ich noch so alles erledigen will. Natürlich will ich euch das noch nicht verraten, weil es soll ja immer noch ein Special werden oder eine Überraschung, sag ich mal, was ich vorhabe in Folge 400. Und ja, deswegen muss ich jetzt hier eben irgendwie versuchen, das anders hinzukriegen. So, ja, nebenbei stelle ich ja gerade auf jeden Fall noch Diamanterz auf und versuche das jetzt abzubauen mit der Glücksspitzhacke, damit ich ein paar mehr Dias rauskriege, was auf jeden Fall ganz gut ist. Ja, Problem war eben, dass ich nur hier eine Glücksspitzhacke habe, ne, und in meiner neuen Region halt nicht. Und ja, deswegen musste ich da an der Stelle hier herreisen, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, und ich würde sagen, ich schreibe dann mal kurz was auf. Also einmal muss ich noch zum Dorf, habe ich ja gesagt, ne? So viel kann ich verraten. Zum Dorf gehen und ja, da muss ich nämlich traden. Da muss ich mal gucken, ob ich überhaupt solche Villager habe, die ich brauche. Aber gut, das werden wir dann sehen. Und ja, da brauche ich dann einmal Folgendes. Also nicht Folgendes, ich sage das jetzt nicht. Wie schreibe ich das jetzt auf? Ja, so kann man das machen, ne? Genau. Und dann noch Komma, das brauche ich auch noch. So. Genau. Gut, dann was brauche ich noch? Ich wollte noch ein bisschen brauen, glaube. Also, das wäre auf jeden Fall ganz gut, dann einfach mal zu gucken, dass ich da, ja, auch noch was hinkriege. Vielleicht noch, ja, ich kann noch Verzaubern aufschreiben erstmal. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Zumindest noch irgendwelche, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was habe ich denn noch nicht? Was brauche ich denn noch für diese Sache, die ich vorhab? Ja, ich schreibe mal was auf hier, wo ich jetzt denke, dass ich es brauche, aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht verzauber ich auch doch nicht. Müssen wir mal gucken. Dann wäre es ja jetzt doch nicht so schlimm, dass ich die Level am Anfang verbraucht habe. Aber dennoch ist es natürlich ein bisschen Verschwendung gewesen einfach, ne? Naja, wir werden sehen. Ja, ich kann mir noch meine Werkzeuge oder so besser verzaubern, damit die da auch gut aufgestellt sind, ne? Und ja, was kann ich noch machen? Beim Brauen, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche
Tränke brauche. Ich habe ja letztens schon mal Tränke zusammengesucht. Die seht ihr auch heute auf dem Thumbnail. Die habe ich dann alle schon in meine Ender Chest gepackt. Und ja, die sind auch ganz interessant auf jeden Fall. Da kann man auch mal ja noch ein bisschen was mitnehmen. Beziehungsweise nicht ein bisschen was mitnehmen. Ich habe mir gedacht, dass ich da eventuell auch noch ein bisschen zusätzliche Tränke brauche. Aber ich weiß es noch nicht, ne? Ich schreibe auch mal Fragezeichen hin. Und ja, hier nebenbei bin ich gerade am Netherquarz farmen, eben um mir wieder Level zu holen, weil ich ja so viele verbraucht habe jetzt. Und ja, ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, aber gut, was willst du machen, ne? Muss halt sein, dass ich mir jetzt ja noch ein bisschen was wiederhole. Und ja, beim Netherquarz farmen geht das einfach am besten, das kennen wir ja alle. Trotzdem möchte ich natürlich nicht die ganze Folge Netherquarz farmen, weil sonst hätte ich das ja auch gleich nicht nachkommentieren müssen. Ich wollte ja eigentlich nur nachkommentieren, weil ich mich eben so sehr konzentrieren wollte jetzt, ne? Und ja, das war einfach so der Grund. Eigentlich hätte ich jetzt auch noch eine Folge hinterher aufnehmen können, ne? Und das jetzt ja als Offscreen-Sache lassen können. Das wäre natürlich auch gegangen, aber ja, ich habe es jetzt einfach so gemacht, ne? Wie ich es eigentlich auch vorhatte. Ich könnte natürlich jetzt auch nebenbei weiterspielen, aber gut, das ist auch blöd. Wenn ich dann währenddessen über irgendwas rede, was ihr noch gar nicht seht. Also das wollte ich ja sowieso generell vermeiden. Das wurde mir ja mal im Q&A war das nicht. Das wurde mir auf jeden Fall mal als Kritik geschrieben, dass ich das nicht mehr machen soll. Und ja, deswegen mache ich das nicht. Ja, aber was kann man jetzt mal für ein Thema vielleicht noch ansprechen, um die Gelegenheit gerade mal zu nutzen? Ich weiß es gar nicht. Mir fällt halt auch gerade absolut nichts ein. Ich habe heute irgendwie eine Englischklausur geschrieben über, keine Ahnung, 5 Stunden oder so. Ja, und da hatte ich wieder so eine komische Höraufgabe am Anfang, die ich immer absolut schwer finde, ne? Obwohl, die ging eigentlich sogar. Ich fand nur, an einer Stelle war das übelst schwer zu verstehen. Da haben die das so undeutlich ausgesprochen, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich da hinschreiben soll, ja? Bei dem Gefragten. Also das regt mich immer so auf, wenn die irgendwas, wenn die generell immer so schnell und undeutlich sprechen und man überhaupt nicht weiß, was man jetzt irgendwo hinschreiben soll. Ich hatte das an mehreren Stellen, aber an einer Stelle ganz besonders, wo ich mir einfach nur dachte, warum? Ja, und ich bin manchmal so froh, dass wir das zweimal hören, weil bei einmal, da habe ich meistens gar nicht stehen. Da wüsste ich gar nicht, was ich irgendwo hinschreiben soll. Und erst beim zweiten Mal komme ich dann so einigermaßen zurecht. Aber am Ende habe ich dann doch immer nur, keine Ahnung, so, ja, vielleicht 4 von 15 Punkte oder sowas, weißt du, die es darauf gibt, auf die Aufgabe. Ja, und diesmal gab es sogar 22 insgesamt. Das waren irgendwie, war so aufgeteilt in 2 Höraufgaben. Und, ja, das, da bin ich mal gespannt, was es wird, aber ich hoffe, ich kann das dann ausgleichen auch, ne, durch die, den Rest der Arbeit, weil es war ja natürlich nicht nur eine Höraufgabe, sondern die Klausur bestand ja auch noch aus, einem Creative Writing Teil, also kreatives Schreiben und halt, eine Textaufgabe und noch Mediation, das ist so, ja, mehr oder weniger Übersetzen, aber mehr so sinngemäßes Übersetzen, ne, oder, ja, auch so zusammenfassendes Übersetzen, dass man quasi einen Artikel auf Deutsch, kriegt und den muss man dann auf Englisch umschreiben, aber in kurz und so als E-Mail an einen Brieffreund war da eine Aufgabe, ne? Und naja, das ist auch immer nicht so einfach, aber es geht eigentlich, ne? Und ich muss sagen, mit dem ganzen Schreibzeug und so kam ich doch relativ gut zurecht. Ich bin mal gespannt, was es wird so, ne? Und ja, dann habe ich auch schon die Mathe-Klausur jetzt hinter mir, aber das mit den Klausuren und so und allgemein Abitur-Dings, Vorbereitung und allem, das habe ich auch schon mal auf Ickets angesprochen, in Minecraft Bright, da habe ich eine Folge aufgenommen, wo ich darüber mal rede, über diese ganze Vorabi-Geschichte und halt auch mein letzter Schultag und so, und das werde ich auch nochmal ansprechen, den zweiten Teil, weil ich habe mir vorgenommen, wenn ich dann eben meinen letzten Schultag wirklich hinter mir habe, was jetzt noch nicht der Fall ist, weil ich ja die ganzen Folgen alle sehr weit vorproduziere, dann werde ich da nochmal drüber reden, dann werde ich halt nochmal ja, von diesem Jahr meine Eindrücke zeigen, weil der letzte Shooter ist immer sehr was Besonderes. Da finden auch mal einige Veranstaltungen statt und ja, das kann ich dann nochmal berichten, so auf Igits oder hier, keine Ahnung, je nachdem. Und ja, dann, was gibt's noch zu sagen? Ja, halt allgemein, die Mathe-Klausur hatte ich noch, ne, da bin ich aber auch gut zurechtgekommen. Zum Beispiel Street wird wieder sagen, wie kannst du da nur gut zurechtkommen? Der sagt ja immer, er hasst Mathe und alles, ja. Was ich natürlich immer schade finde, weil ich, mir macht das eigentlich Spaß, so.
Nur natürlich, wenn du so viel dann am Stück arbeiten musst in so einer Arbeit, ne, und rechnen musst, dann ist es natürlich auch extrem stressig und ja, zwischendurch ist eben auch mal die Konzentration weg und dann verliert man wieder Zeit und ja, manchmal verhaspelt man sich dann einfach, wenn man irgendwie eine Aufgabe falsch angeht und dann merkt man noch, ach scheiße, das hätte ich anders machen müssen und jetzt muss ich es noch umschreiben und alles, ne? Und allgemein, es waren noch viele Definitionsfragen gefragt oder viele Interpretationsfragen, wo man eben wirklich ein paar Sätze schreiben musste und da habe ich immer Angst, dass ich so das einfach komplett falsch formuliert habe und dass deswegen keinen Punkt dann gibt, dass der Inhalt oder das, was ich sagen will, schon richtig ist und zutrifft, aber dass ich einfach nicht das Wesentliche quasi hinschreibe oder so, ne? Das ja, ist mir schon öfter so gegangen in solchen Sachen, zumindest in Mathe, ne? In Deutsch ist es eigentlich nicht so, wenn es da um Interpretationen geht. Ja, eine Deutschklausur schreibe ich jetzt auch noch die Woche. Ja, ist schon sehr viel Stress. Vor allem haben wir jetzt noch irgendwelche Chemie-LKs jetzt. Letzte Woche hatten wir da eine, diese Woche auch nochmal, weil wir jetzt übelst viele Noten brauchen in Chemie. Und die sind halt noch zwischen den Klausuren in den Tagen, ne? Und das ist einfach nur absolut viel zu viel irgendwie, ja. Und weil wir haben dann halt auch noch irgendwas. Was war noch? Ah ja, eine Deutsch-LK ist auch nochmal. Also wir schreiben erst Deutsch-Klausur und dann gleich den Montag drauf. Also Freitag schreiben wir Klausur den ganzen Tag, ne? Und Montag schreiben wir dann eine Deutsch-LK schon wieder, ne? Weil wir noch eine Note brauchen. Das ist auch irgendwie. Warum? Ja. Ich meine, kann man da nicht die Klausur als LK gleich werten? Das wäre natürlich. Ja, das wäre natürlich zu einfach, ne? Kann ja auch die Klausur gleich als Jahresnote werten oder so. Das wäre natürlich auch. Ja, genauso sinnlos. Naja, jedenfalls, ja, was gibt's noch so zu sagen? Vielleicht nochmal kurz zum Gameplay. Ich bin halt jetzt wieder zurückgegangen, ne? Ich bin ein bisschen geflogen, um den Weg abzukürzen. Und jetzt versuche ich ja noch ein bisschen, ja, was fertig zu machen. Also hier meine Schaufel zum Beispiel repariere ich jetzt noch. Auch wenn ich die Level vielleicht zum Verzaubern brauchen könnte. Aber ich will halt jetzt erstmal ein bisschen meine Werkzeuge auch auf Vordermann bringen. Ich finde das zurzeit wichtiger und ich glaube eh nicht, dass ich nochmal bis Level 35 oder so gefarmt hätte, egal ob ich jetzt Level 23 bin oder so oder 16, weil ich halt jetzt auch nicht mehr im Nether so viel finden werde, glaube. Also, dass ich da überhaupt nochmal so eine stolze Summe quasi farmen kann. Deswegen war es mir jetzt einfach mal egal und ich habe die Werkzeuge verzaubert, Quatsch, repariert. Und mal sehen, ob ich verzaubern werde noch. Das behalte ich mir vor. Die Entscheidung, ne? Werden wir sehen. Ja, und dann habe ich euch ja gesagt, was ich noch so machen will jetzt, ne? Am Anfang der Folge. Und ja, gleich werde ich mich jetzt hier nochmal im Video zurück teleportieren zur anderen Region und werde da nochmal ein paar Goldäpfel mir holen, weil die sind auch noch wichtig, die bräuchte ich noch. Und ja, dann muss ich eben mal gucken hier mit den ganzen Tränken und so weiter, ne? Da werde ich mich dann bis zur nächsten Folge mal offscreen hoffentlich mit beschäftigen. Da hätte ich schon eine Idee, ja, wie ich das unterbringen kann zeitlich. Ist halt zurzeit auch bei mir schwierig, ne? Es ist gerade alles ein bisschen blöd hier. Ich schreibe halt so viele Klausuren und LKs und alles und ja, kann jetzt hier nicht so viel fürs Let's Play machen. Müsste aber bald auch mal die Folge 400 aufnehmen und ja, es ist jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, ne? Ich hätte mal weiter vorproduzieren müssen, im Februar oder so. Da hätte ich da schon das alles fertig gehabt, ne? Und jetzt hätte ich vielleicht so ein paar einfache Folgen quasi aufnehmen können, die jetzt nicht so aufwendig sind, ne? Das wäre natürlich besser gewesen, aber irgendwie habe ich das schon wieder nicht organisiert bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte mal wirklich mir das richtig vornehmen müssen und da mal weiterdenken müssen. Weil so ist halt jetzt ein bisschen scheiße, ne? Wenn ich das jetzt hier alles während dem Stress machen muss. Das passt mir eigentlich gar nicht so sehr. Aber ich will halt jetzt auch nicht mehr so lange warten, ne? Mit den Folgen, bis ich die aufnehme. Weil sonst ist es halt auch so, dass ich dann wieder ja zu nah dran bin. Ich möchte wirklich jetzt ein bisschen mehr vorproduzieren. Das habe ich auch in der Minecraft Bright-Folge angesprochen, die auf jeden Fall schon kam, wenn ihr die Folge hier seht. Ja, doch. Könnt ihr euch ja auch nochmal angucken, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Da habe ich das auch schon mal alles angesprochen, dass ich eben wirklich jetzt, auch wenn es mir leid tut, so viel mal vorzuproduzieren, dass ich dann eben doch nochmal gucken muss, dass ich hier, ja, ein bisschen vorankomme, ne? Und, ja, ein paar Videos noch aufnehme, produziere, wie auch immer. Auch wenn ihr natürlich dann immer nur alte Videos sehen müsst, ne? Es ist natürlich schade dann, aber
es ist für mich einfach am besten, wenn ich dazu vorproduziere. Das lässt sich immer, ja, besser organisieren. Und ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss mich da nicht rechtfertigen. Ich hoffe, ihr verzeiht das quasi, ne? Dass ich hier ja auch ein paar ältere Folgen immer raushaue, die eben dann schon ja eine Weile her sind. Tut mir leid, aber ja, ist halt so. Und ich habe euch das ja auch schon alles vor längerer Zeit mal gesagt, ne? In der einen Folge, wo ich drüber gesprochen habe, was ich nächstes Jahr vorhabe oder so, hieß die. Ja, gut, ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt mal. Tschüss und das war's.